So, wo ist diese blöde Sendeanlage? Wo ist die Sendeanlage? Wo ist die Senderanlage? Hä? Ich habe sie bereits zerstört? Ui, das ist gut. So, dann. Ich habe die wahrscheinlich schon vorhin mit irgendwas in die Luft gesprengt. Alles klar. Hätte ich mir den ganzen Kram auch... Aua. Ich will hier weg. Warte mal. Wo ist der Vogel? Den hole ich mir noch. Das ist irgendeiner von den Halbtoten hier. Garantiert. Irgendwo hier liegt ein Halbtoter rum. Weißt du was? Ist mir jetzt egal. Ich bin weg. Hui. Das war mal kritisch, ne? Also gut, Herr Hippolyte wäre am Start gewesen. Ich mach mal kurz einen Schnellspeicherstand. Habe ich gar nicht gemerkt, im Eifer des Gefechts, dass ich den Auftrag schon erledigt hatte. Nein, ich brauche jetzt keinen Quad. Ich hoffe, unser Boot liegt noch da unten. Das wäre wirklich von Vorteil. Meine Güte, ich habe noch nie so viel gerülpst wie heute. So, warte mal. Das ging doch hier hinten durch, ne? Alter, dieses Corona macht mich wahnsinnig. Ach nee, hier unten liegt ja auch noch ein Boot. Stimmt ja. Ja, da liegt unseres und noch ein anderes. Und wir nehmen das neue. Weil das noch keinen Kratzer hat. Na, wisst ihr wohl. Obwohl, ich würde ja gerne mal ausprobieren, wie das mit der Reparatur funktioniert. Aber ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie es funktioniert. Wir haben ja schon mal damals, als wir André kennengelernt haben, Mäuse. Alter, ich hoffe, ich habe eben nicht so panisch ausgesehen, wie ich war. Das ist mir dann aber auch egal. Und wenn es mir nicht egal ist, dann bin ich die Facecam weg. Das Recht reserviere ich mir dann auch wieder. So, traditionelles Scharfschützenschießen zu Ostern. Irgendwo da vorne war er doch, unser Freund, der Scharfschüter. Ich glaube, das können wir gar nicht diesmal. Doch, aber das Problem ist, ich kriege ihn von hier aus nicht. Ah, warum komme ich nicht über das Scheiß? Alter. Diesmal habe ich ihn. So. Ich weiß, dass da oben ein Lastwagen oder ein Jeep rumfährt mit einem Raketenwerfer. Und ja, weiß Bescheid, ne? Ein Schuss, Boot kaputt. Wir auch. So, und das soll nicht passieren. Boah, 48 Minuten. Alter, das geht jetzt aber ganz schön schnell mit der Zeit. So, so ungefähr 15 Minuten mache ich wieder eine Pause. Dann haue ich mir den letzten Kaffee hinter die Binde. Also so ungefähr eine Stunde machen wir auf jeden Fall noch. Hier vorne ist wieder fröhliches Homeschießen angesagt. Pennen die neuerdings? Da bei den zwei Plastiksesseln, da ist ja normalerweise fröhliches Homeschießen angesagt. Und das sehe ich jetzt gerade nicht. Halt! Also umgekehrt bin ich die Strecke noch nicht so oft gefahren, deswegen... So, wir fahren wieder zum Müllhafen und... wieder mal auf die rechte Maustaste gekommen. Wir fahren wieder zum Müllhafen, fahren dann runter zum Hafen und nehmen dort den Bus. Ja, genau. Hui. So, da vorne, wo die Pfähle sind, müssen wir wieder rein. Hui, yeah.
Diesmal habe ich gar nicht erst abgestoppt. Aber hier stoppe ich jetzt ab. Hui, und bin weg. Ja. Bäh. Muss ich mir vorstellen, hier durch so eine Müllbrühe, ne? So mit Lebensmittelresten und dem ganzen Scheiß. So. Ah ja, wieder ein Metomaro. und wir waren heute noch gar nicht in Stefan Pane. Steffi! Stefan Pane! In Steffi Pane! Stefan Pane, Stefan Pane! So, dann. Ach, hier sind wir jetzt auch schon so oft durch. Wie rücksichtslos ich hier jetzt inzwischen durch die Gegend düse, ne? Ja. Das ist, wenn der Honk ein bisschen Spaß hat. So. Runter. Ist es denn auch wirklich da? Ja, genau. Bei der Marina. Marina, Marina, Marina. Oh, Nasio. Digga. Moin. Ja, hoffe, ihr habt wieder viel Spaß hier. Wann wird wohl endlich mal wieder eine Aufnahmesitzung kommen, die irgendwie in Zeiten stattfindet, wo nicht gerade irgendwie Krisenproblematik ist? Ja, kann's ja ruhig sagen. Leichte Depri ist wieder am Start und so. Und ist halt durch Anstrengung in letzter Zeit und durch Dinge, die halt nicht so gut gefahren sind. So. Ja, speicher mal. So, und da haben wir wieder unser Quad. Na, ob wir es diesmal behalten? Jada, 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 ich hasse deinen Lader. Hui, und auf geht's. Ja, und ich frage mich immer noch, es gibt für alles Reparaturhandbücher. Auch für den Buggy, aber nicht für das Quad. Oder ist Buggy und Quad identisch? Das ist natürlich möglich. Das werden wir spätestens herausfinden, wenn wir uns für den Buggy das Reparaturhandbuch besorgen. Und soweit wir genügend Diamantos, Los Diamantos in die Hand kriegen, werden wir natürlich alles kaufen, was möglich ist, ne? So. Scheinbar haben wir es geschafft, diesmal den Herrn mit dem Lader abzuhängen. Oder gar nicht erst zu treffen. Ja, kann man ja mal. So. Immer noch keine Waffenhändleraufträge. Das ist seltsam. Obwohl, wir haben ja noch einen Auftrag am Start. Warte mal. Ich will mal kurz gucken. Statistiken. 9 Diamanten. Immer noch das gleiche. Okay. Dann mal Waffen durchtauschen, aufmunitionieren und auf geht's wieder. Ja, wann wir wohl das Let's Play zu Ende haben? Das Zeug, also die Granaten und so weiter werden ja jetzt auch einigermaßen verwandt. Eigentlich mehr sozusagen aus Spaß. Das sind sozusagen Spaßwaffen. Aber ich glaube, das macht niemand anders. Ich glaube, jeder schmeißt die Teile einfach irgendwo rein, wo er nicht weiß, sind da Leute drinne, Metal-Leute. So, Digga. Hey. Der große Jäger. War der Jäger siegreich? Natürlich war er das. Natürlich. Ich will gar keine Beziehung mit Frank Bilders haben. Mission abgeschlossen. Grins. Hof gesteigert. Kriegen wir irgendwas anderes? Kapitel im Leben des Frank Bilders. Ich kann den Typen nicht leiden. Ich kann den Typen nicht leiden. Was machen wir denn als nächstes? Wir haben einen Mörderauftrag erledigt. Wir haben einen Kollegenauftrag erledigt. Und als nächstes machen wir natürlich wieder einen Hauptauftrag. Und danach machen wir den Mörderauftrag. Dann machen wir wieder einen Kollegenauftrag. Dann machen wir da. Bist du irgendwann mal wieder? Vielleicht.
einen Waffenhändler auftrag. Haben wir denn schon alle Waffen freigeschaltet? Ist es denn soweit? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wäre irgendwie schade. Ja, das finde ich bei Spielen immer schade, wenn sie zu Ende gehen und man dann nur noch diese eingeschränkte Einwahl hat, genau. So heißt das. Ohohoho. Alter, zum ersten Mal wieder irgendwo hingefahren. Ich glaube, so langsam werde ich unkonzentriert. Aber immer noch besser als ganz am Anfang. Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern? Alter, ne? Lada, 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 yada, yada, yada. Ich hasse deinen Lada, ich hasse deinen Lada. Ich bin schneller als du. Was sagst du zu mir? Das hast du nun davon. So. Gleich wieder auch munitionieren. Ist doch wunderschön. Die Karte. Nach Metomaro. Ah ja. Und so schließt sich der Kreis. Noch circa 7 Minuten bis zur Pause. Huch, und da haben wir tatsächlich schon 3 Stunden Aufnahmematerial. Meine Güte, ich versabbel mich schon wieder die ganze Zeit. Das passiert, wenn ich eigentlich müde bin und der Kaffee mich aufputscht. Ja. Oder ganz einfach mal wieder dem Honk das Gehirn entgleist. Das Gehirn heißt das natürlich. So. Und, ach, scheiße. Weißt du, was wir haben? Wir haben Nacht. Na, Kacke. Fast. Ja, hätten wir gleich mal bei der Marina unten am Safehouse vorbeischauen sollen. Naja, vielleicht ist ja der nächste Auftrag in der Nähe von einem Safehouse. Wovon träumst du nachts, Kollege? Von gar nichts, da muss ich Auto fahren. Ich fahre immer nachts Auto. Im Bett. So, raus. Stell dir vor, das Auto fährt jetzt in so einen Typen rein und wir müssen aus da... Halt die Schnauze, Kollege. So. Ja, du bist nicht mein Kollege, okay. So, jetzt natürlich von der UFLL ein Auftrag. Moinsen. Deine Waffen, los, Arme hoch. Hey. Schmeiß die Hände hoch, du bist ein Partyschwein. Ja, wer kennt das Lied? Ja, wahrscheinlich niemand. Oder Langenhagen. Ja, ja, die Bang Bros. Vielleicht das Beste, zur Hölle mit Bastion UK. Übel, so zurückgelassen. Niemand hat sie gefragt. Es gibt hier immer noch genügend Männer, die mit mir arbeiten werden. Sie brauchen das Geld. Die arbeiten für mich? Solange sie zahlen, Adi, es gibt viel zu tun. Ja, die Zivilisten müssen wir wieder unter Kontrolle kriegen. Mir gefällt nicht, wie alles läuft. Es ist nicht mehr sicher. Also irgendwas ist mit den Zivilisten. Wo war jetzt der Eingang? Wobei jetzt der Eingang zum Clubhaus. Ah, da. UFLL hat Arbeit für Sie. Können Sie kämpfen? Ich will, dass Sie für Bantuwe kämpfen. Immer noch krank? Ein Kranker hilft mir nicht weiter. Die Malaria ist außer Kontrolle, aber die APR hat irgendein Gegenmittel in ihrem Besitz. Eine einheimische Pflanze, Artemisia, sehr wirksam. Mhm. Unsere Medizinmänner wissen, wie man sie anwendet. Ja, wie gesagt, weiß die APR, wie man die Pflanze trocknet und ein Medikament draus macht. Sie haben Trockenöfen oben in Dogon, bei den Klippen. Wir möchten, dass Sie die Öfen zerstören. Dann hat keiner die Medizin. Das ist Tambossas Schuld. Er mit seiner Vetternwirtschaft. Wenn die APR wissen will, wo ihre Medikamente sind, muss sie sich nur ihren Anführer anschauen. Steine ungeschliffen. Damit wir uns verstehen, gehen Sie nach Dogon und zerstören Sie die Öfen. Scheiße. Dogon, das heißt... Töten oder getötet werden, Mann. Was ist Ihnen lieber? Das heißt, wir müssen nach Steffi Pane. Alter, was hast du denn für Augen, Digga? So, also
warte, hab ich das jetzt richtig verstanden? Wir müssen ins Dogon Village. Na, schöne Scheiße. Denn das Problem ist, wir haben da oben kein Safehouse. Zumindest nicht in der Nähe. Warte mal. André Hippolyt hier. Ich muss mit dir über diesen Job sprechen. Wir treffen uns beim Dogon Delta, okay? Dogon Delta? Alter, was ist hier los? Dogon Delta? Naja, Problem ist, ja, wir könnten da hochfahren, wenn man, also wir haben ja hier unseren Müllhafen. Und wenn ihr da oben guckt, also wenn man da so nördlich, da ist die Insel und dann kann man da ja nordwestlich vorbei. Das ist ein ziemlich dünner Fluss. Und wenn ich mich recht erinnere, ist da oben ein Safehouse. Aber das Problem ist jetzt, wir müssen da erstmal hin. Und dafür müssen wir bei Nacht mit einem Sumpfboot durch die Gegend fahren. Das kann ein Spaß werden. Aha, ja, naja, brauchen wir nicht. So, wie kommen wir hier am besten wieder? Ah, da ist der Ausgang. Alles klar. Schau mit P wie verpiss dir. Also. Und jetzt? Schnauze. Was ist denn das für ein Gelächter hier? Warte mal. Hier vorne war doch der Onkel Doc. Und da konnte man doch durch die Hütte durch, ne? Und wenn wir den Hinterausgang von der Hütte nehmen, da, wo wir schon mal geflohen sind, dann ist da hinten die Lücke im Zaun. Ah, ich kenne mich hier schon so gut aus. Und es scheint noch nicht Nacht zu werden. Aber wir könnten es schaffen. Bläh, voll durch die Lorke hier wieder. Wir könnten es schaffen, noch schnell mit dem Boot. Noch schnell mit dem Boot Richtung Dogon Delta zu fahren. Da vorne ist diese Insel. Und da müsste da vorne. Ja, genau, da ist ein Durchgang. Warte mal, ich mache mal lieber einen Schnellsprecherstand, ehe wir hier noch von irgendeinem Raketenwerfer aufs Korn genommen werden. Oder irgendein anderes Boot auftaucht. Ich mag jetzt irgendwie ganz, 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 ganz schnell diese Sache hier mit dem eng. Oh, ist das eng. That's what he said. Ach du. Ah, okay. Oh, halt. Mache ich das jetzt? Weil das Ding ist. Warte mal. Das Ding ist, wenn es jetzt dunkel wird, dann mag ich hier eigentlich nicht A, nach Diamanten suchen. Und es fängt schon an zu zirpen hier. Also warte mal. Ich guck mal kurz, ob es da vorne hochgeht. Ansonsten lasse ich das. Man müsste ja irgendwie, da oben ist es wahrscheinlich, man müsste da ja irgendwie hochkommen. Alter Schwede, die meisten Diamanten scheinen auf solchen Vorsprüngen zu sein. Und falls hier irgend... Halt mal. Ich versuch's mal. Kann sein, dass ich das bereue. Zumal da drüben gerade... Da kommt man nicht hoch. Da kommt man nie hoch. Nee, 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 weißt du, da drüben ist gerade auch noch ein Wachposten. Scheiß auf den Diamant, Entschuldigung, Stuhl natürlich auf den Diamant. Bist du beknackt. Halt, 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 halt. Lass mich mal da hoch. Nee, also, mir ist das vollkommen egal, ob da jetzt ein Diamant ist. Es wird Nacht. Ach ja, ich habe den Gamma-Wert ein bisschen hochgedreht zusätzlich zu der Mod. Also die Visual Mod hat auch ein bisschen was an Helligkeit beigetragen.
Aber ich habe auch den Gamma-Wert ein bisschen hochgedreht, weil... also gerade mit der Mod jetzt hat man ansonsten die Türen von den Waffenhändlern überhaupt nicht mehr gesehen. Und der Gamma-Wert war sowieso runtergestellt, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Warte mal, lass mich mal gucken. Alter, 1:04. Guck mal, da vorne ist schon das Safe House. Ich fahre da jetzt auch schnell hin. Also hier irgendwo. Von der Seite sind wir noch nie an das Safe House rangekommen, glaube ich, oder? Oder verwechsel ich jetzt das Safe House mit irgendwas anderem? Mal gucken. Gib her. So. Das machen wir noch. André Hippolyt anquatschen und uns seinen Vorschlag anhören. Und? Hey, Digga. Ich mag den Job, den. Bist dran. Du musst nur zum Vorposten die Straße runter. Töte den Mann da drin, bevor du irgendwas anderes machst. Leicht. Hä? Warum soll ich den töten? Er ist der Fahrer, er versorgt die Ärzte mit Medikamenten. Wenn er tot ist, kann ich seine Anweisungen lesen und rausfinden, wo das ganze gute Zeug steckt. Aha. Bis jetzt konnten sie ihr Geheimnis bewahren. Sie müssen sich ein echt gutes Versteck gesucht haben. Deine Mission gibt uns die perfekte Chance, ihre Produktion und die Vorräte zu vernichten. Was ist das für kranker Scheiß, den ihr hier macht? Du rückst du den Trockenöfen vor. Während du die Typen beschäftigst, benutze ich die Informationen von dem toten Fahrer. Und jag ihre Artemisia-Lager in die Luft, wo auch immer die sind. Erst beim Vorposten. Ja. So, meine Guten, ich mache mal eine Pause. Und wir sehen uns übermorgen. Ich sage Ciao mit A wie Arschloch oder Artemisia. gehabt euch wohl und lasst euch nicht auf solche Geschäfte ein.